In diesem Video zeige ich dir, was Amateurgolfer in der Regel mit den Handgelenken im Golfschwung falsch machen und somit nie ihr wahres Potenzial erreichen können. Und wenn du bis zum Schluss dran bleibst, dann zeige ich dir auch noch zwei tolle Übungen, die du machen kannst, um deine Handgelenkstruktur deutlich zu verbessern. Also bleib dran, wir starten jetzt. Ich habe vor kurzem eine 6-teilige Serie über den Handgelenkseinsatz im Golfschwung gesprochen, wo ich diesen Sensor von Hack Motion verwendet habe, um meine Bewegungen zu analysieren und um zu zeigen, was im Golfschwung optimal ist. Aber eine Frage bin ich offen geblieben, nämlich diese hier: Was machen eigentlich die Amateure und was können sie machen, um ihre Handgelenksbewegung zu verbessern? Hier oben findest du übrigens eine Playlist mit diesen Videos, von denen ich soeben gesprochen habe. Falls du mich übrigens noch nicht kennst, mein Name ist Christoph Bausig und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian. Ich mache in regelmäßigen Abständen Videos zum Thema Golf und wie du dein Golf verbessern kannst. Und vielleicht möchtest du es in Erwägung ziehen, meinen Kanal zu abonnieren. In den vorhin bereits erwähnten Videos habe ich ja die Anatomie der Handgelenke des Öfteren erklärt. Ich mache nur ganz kurz einen kurzen Einblick, weil das solltest du jetzt schon verstehen, wenn wir über die Handgelenke sprechen. Und zwar, wenn wir das Handgelenk so haben, dann sprechen wir von einem flachen Handrücken. Wenn das Handgelenk so ist, heißt das Dorsalbeugung oder nach hinten gebeugt. Wenn das so ist, heißt es palmar gebeugt. Und dann gibt es noch radial, das ist, wenn man hinaufwinkelt, und ulnar, wenn man hinunterwinkelt. Aber das werden wir dann später noch mal genau anschauen. Jetzt möchte ich dir kurz erklären, warum die Handgelenke im Golfschwung überhaupt so wichtig sind. Und zwar, die Handgelenke haben zwei Hauptaufgaben. Erstens einmal, sie bringen den Golfschläger in die richtige Position im Treffmoment. Das heißt, da gibt es einen Loft am Schläger und es ist sehr, sehr typisch bei guten Spielern, dass sie den Loft im Treffmoment etwas reduzieren, sprich der Schaft etwas nach links geneigt ist. Wenn das der Fall ist, dann wird der Ball besser getroffen, besser komprimiert, er fliegt ein wenig flacher weg und hat nicht zu viel Rückwärtsstrahl. Und das ist natürlich gerade bei den Drives oder bei den Eisenschlägen sehr, sehr wichtig. Der zweite Grund, warum die Handgelenke so wichtig sind, ist es, weil sie die Schlagfläche während des Schwungs kontrollieren. Du siehst zum Beispiel, wenn ich das Handgelenk jetzt dorsal beuge, dann geht der Schläger auf. Wenn ich es beuge, palmar beuge, geht der Schläger zu. Wenn ich den Handrücken flach habe, ist er relativ gerade. Und das kann natürlich in vielen, vielen Situationen im Golfschwung entstehen, dass irgendwie das Handgelenk verdreht, verkantet ist. Und das hat sofort einen Einfluss auf die Schlagfläche. Ach ja, und ein dritter weiterer Punkt ist mir eingefallen, warum die Handgelenke im Golfschwung so wichtig sind. Und zwar, sie sind auch extrem wichtig, um Geschwindigkeit zu erzeugen. Und zwar durch dieses Winkeln und vor allem das Entwinkeln kann man Geschwindigkeit erzeugen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man versteht, wie die Handgelenke arbeiten. So, reden wir mal darüber, was die Pros mit den Handgelenken im Golfschwung machen. Wie bereits vorhin erzählt, gibt es ja bereits Videos von mir über dieses Thema. Hier oben findest du noch einmal einen Link, wo das genau erklärt wird. Aber damit wir das jetzt ganz kurz nochmal durchgehen, eine schnelle Zusammenfassung. Und zwar, die Profis beginnen mit einem leicht dorsal gebeugten Handgelenk. Und wenn sie bis am Ende des Aufschwungs sind, ist das Handgelenk entweder flach, es bleibt leicht gebeugt, oder bei Leuten wie John Ryan zum Beispiel ist es sogar gebeugt. Also man sieht alle Variationen. Aber wenn es dann Richtung Treffmoment geht, sehen wir dann nicht mehr so viele Variationen. Und zwar, im Treffmoment sieht man, dass die Profis hier mit einem gebeugten Handrücken oder fast flachen Handrücken in den Ball hineinkommen. Das heißt, der dorsale Flex, den sie am Anfang gehabt haben, ist im Treffmoment nicht mehr vorhanden, sondern es sind ungefähr 20 Grad mehr Richtung Palmar. Ja? Das heißt, sie kommen so in den Ball hinein und in der Treffmomentphase beginnen sie dann wieder Richtung Dorsal zu arbeiten. Sie arbeiten dann wieder Richtung Dorsal. Nach dem Schlag
sind die Hände sehr, sehr weit vom Körper entfernt. Es ist ein toller Radius hier und das Handgelenk ist bereits in einer dorsalen Position. So, und jetzt kommt's. Was machen die Amateure? Also, ich sehe sehr häufig, dass Amateure nicht genug dorsal gebeugt sind im Setup, sprich der Griff befindet sich zu weit in der Handfläche. Und wenn er zu weit in der Handfläche ist, ist meistens der Handrücken bereits flach. Sie schwingen dann auf und in den meisten Fällen haben die Amateure hier ein Handgelenk, das dorsal gebeugt ist. Du kannst vielleicht sehen, dass die Schlagfläche geöffnet ist und das macht natürlich dann Riesenprobleme, sie wieder gerade im Treffmoment zum Ball zu bringen. Da jetzt die Schlagfläche offen ist, beginnen sie auch meistens im Abschwung noch einmal so hinunterzuziehen und machen das noch einmal mehr dorsal. Das heißt, die wenigsten Amateure bewegen sich dann Richtung Palmar, um das wieder zu korrigieren, sondern sie machen es noch schlimmer und werden noch dorsaler. Und das schaut dann so aus, dass sie, wenn sie hierher kommen, kurz zum Treffmoment, die Schlagfläche ja, fast nach oben zeigt. Und wenn man sich das aus dieser Sicht jetzt hier anschaut, kann man sich vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig ist, wieder gerade zum Ball zu kommen. Ja? Das heißt, sie machen dann Folgendes, sie bleiben dann mit den Händen stehen und machen dann diese Bewegung und versuchen im letzten Moment mit so einer Schaufelbewegung den Ball zu retten und kommen mit Chicken Wings so aus dem Schlag heraus. Also kein Radius und keine gute Handgelenkstruktur. So, und jetzt kommen wir zur Frage, warum machen das die Amateurgolfer so? Also erstens mal glaube ich, dass das kein Mensch natürlich kann. Das muss irgendwann einmal in einem Golferleben gelernt werden. Und auch ich habe irgendwann im Laufe meiner Karriere von Trainern gelernt, wie ich die Handgelenke zu bewegen habe. Also das glaube ich, ich glaube nicht, dass jeder das einfach nur so kann. Aber es gibt schon ein paar Faktoren, die das Ganze noch extra erschweren. Und zwar denke ich, dass eines der Hauptprobleme ist, dass viele Golfer glauben, sie müssen hier unglaublich viel Winkel erzeugen, diesen sogenannten Lag. Und ihr müsst eines verstehen, wenn man viel winkelt, dann bekommt man auch automatisch mehr dorsale Beugung. Du brauchst nur hergehen und brauchst nur eine Faust machen mit deinen Daumen hinauf und versuche so viel zu winkeln, wie du kannst. Und du siehst, aha, mein linkes Handgelenk beginnt dorsal zu beugen. Und jetzt bitte möchte ich, dass du mit einer Faust machst, den Daumen hinaufgibst und so weit hinunter beugst, wie es geht. Und schau, was dein Handrücken macht. Er wird mehr palmar gebeugt. Das heißt, die Anatomie des Menschen ist so, dass je mehr ich hinaufwinkle, desto mehr dorsal, je mehr hinunter, desto mehr palmar. Kommen wir zurück zum Golfschwung. Jetzt schwingt der Amateurgolf auf, versucht möglichst viel zu winkeln, damit er ja hier den Winkel schön hat. Aber schau her, der Winkel ist schon komplett zerstört. Wir sind bereits dorsal gebeugt, die Schlagfläche ist offen und ja, der Schlag ist schon fast zerstört. Was ist die Lösung? Ja, natürlich versuchen, nicht so viel zu winkeln. Also normalerweise, wenn man einen Griff hat, der wirklich gut hier mehr oder weniger in den Fingern platziert ist, der kleine Fingerballen am Griff oben ist, dann hat man normalerweise genug Winkel, ohne dass man sein Handgelenk extra stark hinaufwinkeln muss. Das heißt, wenn ich einen guten Griff habe und ich schwinge jetzt auch bis hier, habe ich jetzt das Gefühl, dass mein Schläger dort drüber zeigt, mein Schlägerkopf dort drüber zeigt. Tatsächlich kannst du aber auf der Kamera sehen, dass der Schläger sowohl etwas hinaufgewinkelt ist. Ich brauche nicht extra das dazugeben. Ja, und dieser Fehler kann eben zweimal passieren. Erstens mal beim Aufschwung ein übermotiviertes Hinaufwinkeln und natürlich auch im Abschwung, wenn man versucht, diesen Lag stark zu halten oder stark zu kreieren, dann kann es noch einmal passieren, dass man eben in diese dorsale Position zurückfällt. Ein zweiter Grund, warum Amateurgolfer Probleme haben, diese Handgelenkstruktur zu bekommen, ist es, dass sie keine Vorstellung haben, wie der Schlag sein soll.
Ich habe vorhin erzählt, dass ja der Schaft nach vorne geneigt sein soll, der Loft reduziert wird, der Ball wird von oben geschlagen und der tiefste Punkt ist erst nach dem Ball. Und viele Amateurgolfer glauben eben, dass der Schaft neutral ankommt oder sogar leicht nach hinten und soll versucht werden, der Ball nach oben geholfen zu werden. Ja, und wenn man das dann eben macht mit einem Schläger, dann bekommt man eben diese Position leider zu früh und nicht erst dort hinten. So, wie versprochen möchte ich dir jetzt zwei Übungen geben, wo ich denke, die dir überhaupt nicht schaden können, wenn du dich mit diesen beschäftigst. Und ich wäre nicht überrascht, wenn das sogar deinen Schlag extrem stark verbessert. Die erste Übung schaut so aus, dass du bitte, ich hoffe, du hast einen ordentlichen, neutralen Griff. Wenn nicht, dann bitte versuche einen PGA Professional zu finden, der dir dabei hilft, einen zu lernen. Ich möchte, dass du versuchst aufzuschwingen und versuchst, wenn der Arm ungefähr parallel zum Boden ist, dass du versuchst, den Schlägerkopf nicht hinaufzuwinkeln, sondern ich möchte, dass du den so ein wenig wegstehen lässt. Ja, fast das Gefühl, wenn du so wärst. Wenn du dann hinschaust, wirst du sehen, dass es wahrscheinlich dann so sein wird, wenn der Griff korrekt ist. Und du schaust bitte auf dein Handgelenk und du wirst dann sehen, wenn du das richtig machst, dass dein Handgelenk jetzt hier gebeugt ist. Das heißt, du schwingst auf, schwingst hier so auf, dass der Arm parallel ist und der Schläger nicht viel mehr gewinkelt ist als so viel. Und da möchte ich, dass du von hier versuchst, wieder in den Treffmoment zu kommen und kontrollierst, wie das Handgelenk steht. Ich mach's noch einmal, du gehst hierher, schaust kurz hin, ob das passt, schaust zum Ball, gehst hierher. Du schlagst jetzt noch keinen Ball, du machst ein paar Wiederholungen, einfach um das Gefühl zu kriegen. Später, wenn du das Gefühl dann hast, gehst du her, springst in die Position, schaust, passt es, schaust zum Ball, versuchst wieder hierher zu kommen und bleibst hier stehen und schaust, ob du viel Radius hast, ob der Schläger noch hinunter zeigt und ob du immer noch gebeugt bist. Ich habe zwar vorhin gesagt, dass die Profis bereits hier schon Richtung Dorsal unterwegs sind, nur ist es so, dass die meisten Amateurgolfer hier schon so einen starken Schlagimpuls hier haben, dass sie das Gefühl haben müssen, dass sie die ganze Zeit palmar durch den Ball gehen, damit sie diesen Schlag verzögern. Also keine Angst davor, das ruhig so zu machen. Ich mache das noch einmal vor. Hierher und daher. Für die zweite Übung brauchst du so einen Tourstick, der normalerweise verwendet wird, um sich auf der Driving Range auszurichten, aber man kann ihn auch für andere Übungen ganz toll verwenden. Und eine gute Übung, damit man lernt, den Schaft weiter links zu haben im Treffmoment, ist es, dass man hier den Schläger nimmt, seitlich an den Griff diesen Tourstick gibt und man versucht irgendwie eine Setup-Position zu kriegen. Du siehst, dass der Tourstick sich ein bisschen durchbiegt, das geht nicht anders hier. Dann möchte ich, dass du wieder aufschwingst, versuchst, dass du hier nicht zu weit aufwinkelst, wie gesagt, wie vorhin, und dann versuchst du in den Treffmoment hineinzukommen und versuchst, vielleicht ist es sogar ein bisschen übertrieben, aber es macht ja nichts, dass der Stab dich hier nicht berührt. Machst du das dann zu früh? Siehst du, dass der hier zu früh herschlägt? Machst du es genau richtig, wird es dich maximal vielleicht jetzt erwischen ein bisschen. Aber du wirst versuchen, dass dieser Stab möglichst von dir fern bleibt. Wenn du diese zwei Übungen machst und auch lernst, den Ball so zu treffen, wirst du merken, dass du den Ball viel, viel knackiger triffst, wesentlich bessere Kontakte hast und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du es mit einem Daumen hoch bewertest und wenn dir die Art, wie ich dir Golf präsentiere, gefällt, wäre es auch schön, wenn du natürlich meinen Kanal abonnierst, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Also das war Christoph Bausig von Progressive Golf Video. Bis bald.